So, hallo, hier ist Dr. Du. So, heute beschäftigen wir uns mit dem Phasendetection-Fokus. So, bevor wir loslegen, was prinzipiell ist, und zwar haben wir ja hier verschiedene Modi. Das ist einmal der Fokusmodus, Einzelbild automatischer AF. Dann nach für AF, direkt manuell und manuell Fokus, den kennt ihr. Das heißt, wenn ihr jetzt nachführen wollt, müsstet ihr hier auf AFC stellen. Dann gibt es das Fokusfeld. Breit bedeutet, der gesamte Bildschirm ist ausgenutzt. Bei diesem Feld kann ich euch mal zeigen, da habt ihr hier so ein Feld. Und das könnt ihr verschieben, wie ihr seht. Dann habt ihr den Spot in der Mitte, den flexiblen Spot, flexibler, erweiterter verfliegender Spot und der Verriegelung. Das heißt, den brauchen wir, um ein Objekt zu verfolgen. Den müssen wir auswählen. Dann können wir hier, wie ihr seht, das verschieben. Und wenn wir jetzt hier fokussieren, dann wird genau da drauf fokussiert. Jetzt kann man noch im Menü. So. Es gibt es hier AF Speed Normal und AF Verfolgungsempfindlichkeit. Das ist aber beides nur für Film. Ihr seht das Filmsymbol davor. Das hat also nichts mit der Fotogeschichte zu tun. Hier kann man ja nochmal schnell Normal und langsam stellen und hier nochmal Normal und hoch. Das ist halt für einen Film gut. Wenn man schnelle Objekte filmen will, sollte man hier dann das entsprechend anpassen. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier keine weiteren Optionen einstellen und probieren das Ganze mal aus. So, jetzt sehen wir hier das Auto und jetzt können wir hier den Fokuspunkt entsprechend verschieben. So. Und jetzt ist er drauf. Und wenn ich jetzt schwenke, seht ihr, bleibt der Fokuspunkt. Das heißt, wenn ich mich wegbewege, bleibt der Fokus auf dem Auto. So, dann suchen wir uns den Fokuspunkt. Ja, und der Fokuspunkt bleibt auf dem Auto. So, jetzt sehen wir das Ganze da und jetzt und Action. Und immer scharf. Gut, das war's.